Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem fast schon sicheren Tod. Denn wir haben uns hier entschlossen, die Nacht hier drinnen zu verbringen. Und ich höre schon, wie draußen alles einbricht und sie hier unten alles kaputt hauen, wie bescheuert. Ich hoffe ehrlich gesagt, wir überleben diese Nacht. Denn ich glaube, diese Nacht wird einfach mal das Komplizierteste werden, was wir bis jetzt hier gemeistert haben. Was in dem Spielstand zwar noch nicht viel ist, aber trotzdem, ne? So, das mache ich auch mal Upsala, zu. Denn ansonsten könnte ich hier echt Probleme kriegen. Vielleicht mache ich da noch eins hin. Oder wenn ich da in die Richtung eins mache. Geht das? Ja, wundervoll. Und dann mache ich hier noch eins. Geht das auf den Block? Oh, wundervoll. Dann kann ich das hier einfach noch zumachen. Und dann kommt hier erstmal keiner rein. Oder ich mache so, ich verpeile es total. Würdest du, danke, hier hochgehen? Das ist sehr nett von dir. So, und jetzt verballere ich gerade mal ein bisschen Holz, um das Ganze hier deutlich begehbarer zu machen und vielleicht sogar sicherer. Vielleicht baue ich mir hier sogar noch eine Art Halterung mit hin. Nur keine Treppe. Im Moment ist das eher eine Treppe als eine Halterung. So, geht das hier? Wundervoll. Denn damit die Zombies nämlich hier nicht einfach noch nach oben rennen und mich hier nochmal zusätzlich mit kaputt machen können. So, du gehst einmal gerade weg. Du würdest zwar wahrscheinlich tolle Dienste leisten, aber es besteht die Möglichkeit, dass ein Zombie hier drüber rennt und mir den Arsch versohlt. Und das will ich nicht wirklich. So, vielleicht hier noch eine Ebene, damit das hier auch schön gleichmäßig aussieht. Achso, das ist schön gleichmäßig. Dann müsste man hier die Ebene nochmal... Ja, komm. Ist ja jetzt nicht das Problem, ne? So viel Holz kann man hier schon mal rausknüppeln. Und ich hoffe ehrlich gesagt, wir überleben diese Nacht. Wer sich jetzt fragt, was hat denn der sich für ein blödes Versteck ausgesucht? Das ist ja voll nicht sicher. Ja, wir wollten hier nicht bleiben. Wir haben einen riesigen Tank gefunden, in dem wir uns verschanzen wollten. Das ist allerdings jetzt so herausgekommen, dass wir die Nacht jetzt hier verbringen werden. Und hoffen, dass wir hier nicht sterben werden. Ich bin natürlich... Also ich lasse die Hoffnung hier nicht fallen. Das wird schon alles irgendwie so seinen Sinn haben. Wird schon alles irgendwie funktionieren. Und warum sieht das hier immer noch so bescheuert aus? Ach, egal. Ich fange jetzt einfach an hier mit der Sicherung. So, das kleine bisschen brauchen wir hier vielleicht nicht. Ich finde es ganz gut, dass hier oben alles aus Beton ist. Und ich finde es auch ganz gut, dass ich hier die Blöcke alle daneben haue. So, erstmal so. Vielleicht sehen sie uns dann weniger. Vielleicht, ja gut, das koppel ich hier gerade einmal ab. Nee, das funktioniert nicht ganz. Machen wir einmal hier. Schummeln wir und bauen den Block da mit dran. So, immer schön weiter. Vielleicht bemerken sie es ja wirklich nicht, dass wir hier oben sind. Dann wäre das doch vielleicht sogar wirklich ein Versteck für eine etwas kürzere Zeit. So, ist zwar ein tolles Rucksäckchen, was hier liegt. Aber das kann ich gerade nicht so ganz gebrauchen. Oh Gott, sie haben es schon gesehen. So, vielleicht kann man hier noch ein Ding mitmachen, das jetzt verbindet. Anscheinend nicht. Oh Gott, ich würde mal sagen, wir bauen uns Fackeln. Denn ansonsten werden wir hier richtig sterben. So, hier so ein bisschen Papier. Oh, kann ja nicht schaden. Toll, Papier. Ich liebe Papier so sehr. So eine Scrap-Metal-Wand, die wir natürlich nicht verwenden werden, die ich aber gerade nur einfach mal baue, damit wir hier alles schon mal fertig haben. So, 1, 2, 3, dafür brauchen wir das. Scrap-Metal-Door, dafür bräuchten wir das einmal so, mit einem 8er aufgelistet. Boarded Windows ist auch relativ klar. Können wir uns auch eigentlich schon mal ein paar von machen, denn die schaden ja eigentlich nie. Sleeping Bag müsste mit den Kleidungsfragmenten gemacht werden, genau. Warte mal, Sticks war jetzt... Dafür... genau, wir brauchen noch Sticks. Ich wollte eigentlich Fackeln sagen, habe aber schon Sticks gesagt. Machen wir doch mal ein paar Sticks, ne? Kann ja nicht so schwierig sein. So 44 Stück, muss ja irgendwie reichen. So einen Wooden Club mache ich mir vielleicht mal. Dann können wir erstmal Munition sparen, solange wir hier noch nichts haben. Explosive Fässer tue ich mal lieber ins Inventar. Und ich kratze mich gerade nochmal am Fuß, weil die Lehne ab ist. Aber mit der Lehne ist dieser Stuhl so bescheuert. Es könnte sein, dass wir... Ne, wir verhungern nicht. Oh, sehr gut. Oh, Hundefutter. Ich glaube, ich verzichte. Also das ist, klingt zwar sehr romantisch, einladend und was weiß ich alles. Was haben wir auch, sehr gut. Dass ich das essen könnte, aber ich glaube, ich sage dann nochmal lieber, nö, also, ich glaube, ich verzichte, ne? So, und hier so ein paar Leitern, wundervoll. Funktioniert das überhaupt so? Ja, mit ganz normalen Sticks, wundervoll. Dann den Spike Club, habe ich leider keine Ahnung, wie man den macht, aber die Torches, die sind doch relativ klar. Machen wir mal 5 Stück hier rein und auch 5 Stück davon rein, denn dann haben wir schon mal 20 Fackeln. Und die könnten uns hier eventuell sogar den Popo retten. Die platziere ich hier gerade schon mal. Am besten direkt hier an den Eingang zum Beispiel. Ja, oder ich lege sie dahin, damit sie schweben. Das ist auch immer ganz gut, ne? So, dann vielleicht da noch einen hin. Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Bett. Das wäre eine wundervolle Sache gewesen hier oben, wenn man hier festsitzt. Aber nein, nein. Sowas gibt es hier nicht. So, du gehst bitte einmal gerade dahin. Oh, dankeschön. Danke, dass du sowas machst. Das ist echt sehr nett von dir. Ich hoffe mal, dass das Licht hier nicht ausgeht. Wieso geht das Licht immer aus? Und ich hoffe mal, du, Kollege, stehst hier nicht auf, denn ansonsten kriegst einen auf die Fresse mit meinem kleinen Baumstumpf hier. Ich halte meinen
kleinen Zimmergenossen hier oben mal lieber im Auge, also in der Seite meines Auges. So, vielleicht noch ein paar geschärfte Sticks, kann nicht schaden, ne? Dann können wir uns nämlich vielleicht hier noch ein paar Woodspikes machen, die uns hier oben helfen, am Leben zu bleiben. Wo ich nur hoffe, dass wir dort nicht selber reinrennen. So, machen wir einfach schon mal 3 Stück. Mit den Dingern muss man echt aufpassen. Man kann nämlich instantmäßig sterben, sobald man reinfällt. Ist natürlich dumm genug, wenn man reinfällt, ne? Aber es kann passieren. So, wie machen wir das? Ich überlege... Nee, wenn ich dann selber hier hochkomme, könnte das echt zu Problemen führen. Vielleicht machen wir die unten hin und gar nicht hier, weil wenn ich die hier hin mache, besteht echt die Möglichkeit, dass ich da selber reingehe und du bist instantmäßig tot. Wirklich instantmäßig. So, dann haben wir vielleicht noch die Zeit, uns hier 2 von denen zu machen. Nochmal ein paar Stickies. Auch das Inventar dazu haben und machen einmal eine Fire Axe. Das wird doch wundervoll werden. Und dann können wir hier schneller Sachen abbauen. Das wird schon mal auch schon wieder sehr helfen, weil ich meine, uns hilft hier eine ganze Menge. Oh Gott, die sind schon unten am Haus. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Was zur Hölle? Was greifst du denn an? Nicht das Ding. Du dämlicher Vollkopf. Du machst das jetzt. Ich komme hier nicht raus. Kann das sein? Hör auf, das Ding zu zerschlagen. Junge, Alter. Du sollst das nicht zerschlagen. Du sollst das hier vor dir zerschlagen. Ist die kaputt gegangen? Das ist so dämlich. Du könntest dir fast an den Kopf fassen und sagen, das wäre ein Facepalm wert. Aber nö, eigentlich nicht, ne? Würdest du das jetzt bitte wegmachen? Kollege! Schlag es ein! Okay, so geht's. Immerhin. Ist auch nicht laut oder so, ne? So, hier müsste ich auch nochmal durch. Wundervoll, dass ich alles schon fertig gebaut habe. Aber nicht mitgedacht habe, natürlich. Das gehört immer so. Gehört sich so, ne? Nicht mitzudenken. So, hier mache ich gerade mal 3 Stück hin. Kann ja nicht schaden. Dann nur gucken, wie wir nachher runterkommen. Müssen wir dann vielleicht abbauen. Oh Gott. Das wird echt kompliziert werden. Hier passen keine mehr hin. Da können wir noch 2 mit hinmachen. Dann rennen wir hier weiter nach oben. Ich weiß nicht. Vielleicht, ja komm, noch 2. Hier werden die ja helfen. Da dann noch 2. Das wird schon irgendwie gehen. Hoffe ich. Kann man... Oh, da kann man sie auch noch platzieren. Sehr realistisch natürlich. Dann rennen sie dagegen und sterben. Also das ist für uns gut. Für die nicht so sehr. So, und das Stückchen lasse ich jetzt hier mal weg, denn das hat mir gerade nur Ärger bereitet. So, ab nach oben, Block drauf. Nee, Block nicht, oder? Das wäre ein bisschen feige hier. Dann machen wir uns schon mal ein paar Boarded Windows. Damit können wir uns nämlich auch selber sehr aushelfen. Die sind nämlich deutlich besser als die kleinen Teile, die wir jetzt bis jetzt hier hingesetzt haben. Warte, was? Was ist denn das hier? Ist das da oder fehlt das? Hallo? Das ist, glaube ich, da, oder? Warte mal, jetzt kann ich hier durchlaufen. Hä? Warte mal, was? Ich verstehe gerade nicht, was du von mir willst. Vielleicht, wenn ich das dahin mache, dass der... It's a kind of magic, magic. Was machst du denn da unten? Du bist doch hier bestimmt der Killer Nummer 1, deswegen schieße ich dir gerade mal gepflegt in die Fresse. Das wird dir hoffentlich gefallen. Kann man ran... Oh, man kann ranzoomen. Hallo? Oh, das sah sehr realistisch aus. Was habe ich denn hier? Die PSG-1. Wundervolles Stück Arbeit natürlich, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für eine Waffe ist. Vielleicht schon mal in Rainbow Six Vegas gesehen, aber ansonsten nicht. Das hier ist nicht Rainbow Six Vegas. Oh, danke. Danke für den Tipp. Alter, ich hoffe, ich komme hier nicht hoch. Ansonsten habe ich ein richtig fettes Problem. Vor allen Dingen, ich brauche dringend was zu essen, denn das werde ich bestimmt nicht essen. Außer es kommt zur Notsituation. Hoffen wir es nicht, ne? Hoffen wir es nicht. Ich probiere einfach Notsituationen zu vermeiden. Gut, da unten stehen auch noch welche. Oh Gott. Was macht denn ihr? Was macht ihr da? Leute, die hauen alles kaputt. Heilige Kacke, ich muss das hier verteidigen. Ich muss die Kernpunkte irgendwie verteidigen, denn die hauen hier gerade alles kaputt. Hi, nackter Typ, du kriegst natürlich die erste, du die zweite. Die Lady kriegt nicht die dritte, aber du kriegst hier die dritte. Und du kriegst auch noch eine. Du bist auch noch nackt und ich habe nichts mehr. Oh, scheiße. Guckt euch das da... Oh, Gott. Wenn ich das überlebe, bin ich der Größte. Eigentlich nicht. Ich habe einfach nur mega Glück gehabt in dem Moment. Würdest du nachladen? Oh, ohne Nachladeanimation. Das ist natürlich noch viel besser als das, was ich geplant habe. Hi, Fettsack. Nee, doch nicht der Fettsack, sondern der nackte Typ. Auch wenn der Typ ein Shirt anhat, aber das interessiert hier nicht. Leute, ihr dürft sterben. Oder ist das Scharfschützengewehr für solche Distanzen gedacht? Ganz bestimmt. Guck mal hier, der kriegt eine, der Fettsack kriegt auch eine und der Fetti Fett Fett kriegt auch eine. Hey, Fetti Fett Fett, Fetti Fett Fett. Bin schon wieder leer. Alter, das Ding hat absolut, bam, keine Munitionskapazität. Vor allem nicht, wenn ich daneben schieße.
Ist alles gut bei euch da unten. Das Scharfschützengewehr ist gleich schon wieder leer. Ich weiß echt nicht, ob wir das überleben werden. So, jetzt kriegt die Krankenschwester auch eins. Glaubst du, du kannst hier nur mit deinem Mega-Ausschnitt rumrennen und kriegst hier keiner auf die Fresse. Das geht leider nicht. Und du auch nicht. Auch wenn dein Mega-Ausschnitt schon irgendwie beeindruckend ist. Ich meine, so als Zombie, ne? Das ist schon wunderbar. Interessiert mich noch nicht, weil du ein bisschen verfault bist. Oh, guck mal, da ist noch ein Fettsack. Ich will auch mal farben. Bitteschön. Bist du jetzt glücklich? Denn ich bin leer. Das heißt, ich bin nicht glücklich. So, Waffe mal wieder ins Inventar. Alter, das ist unglaublich, was hier passiert. Ich weiß nicht, wie lange wir das durchhalten können. Ich pack die hier gerade mal noch mit ins Inventar. Könnte vielleicht helfen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich wirklich alles ins Inventar packen soll. Vielleicht packe ich das hier einfach noch mit rüber. Dann kann ich hier noch die Bretter mit da rein tun. Das würde ja helfen. Eine MP wäre hier eine coole Sache. Und ich dachte gerade, da ist einer. Es war aber nur der Typ. Hat mich hier wieder verarscht, ne? Aber vom Feinsten. So, hier können wir mal hinkommen. Das ist ja jetzt so ein kleiner... Hupsala. Das ist ja hier so ein kleiner Safe-Spot, würde ich mal sagen. Bei lang könnte man das zufällig hier irgendwie markieren. Vielleicht mit Doppelklick? Nö. Vielleicht mit M für Mark? Ne, M für Map ist das ja hier. Aber man kann ranzoomen. Oh, das sieht ja toll aus. Es wird sogar pixelig, wenn man ranzoomt. So, wo war das? Cortland. Da wollten wir hin. Ist natürlich sehr weit von jeglicher Zivilisation entfernt. Vielleicht sollten wir uns in der Nähe von Deersville ansiedeln. Wir müssen uns dann das mal vielleicht angucken. Weil das ist schon echt weit weg. Aber es wäre vielleicht auch eine Idee. Da müssen wir nur immer mega viel mitschleppen, um irgendwie von den Ressourcen nicht mehr abhängig zu sein, dass wir andauernd los müssen, sondern auch ein paar Nächte überleben können. Vielleicht holen wir dann hier in den Solo-Versuch noch einen gewissen Herren mit dazu, der uns dann mal hilft, ein paar Ressourcen mitzunehmen. Denn alleine ist das ja ein Witz, was wir hier machen. Das Einzige, was wir machen, wir schreien hier die ganze Zeit rum und probieren nicht zu sterben. Also... Oh Gott, das wird immer weniger, was da unten steht. Ich finde es ja schön, dass ihr absolut hier nicht auf die Kernpunkte drauf haut. Das ist sehr sozial von euch, aber das müsst ihr nicht für mich tun, ne? Obwohl doch, das müsst ihr für mich tun. Dann wäre ich euch sehr dankbar und würde euch hier auch reich belohnen. Ich schieße gerade mal zweimal unten auf den Fetti Fett Fett. Jetzt noch eine hier, Fetti Fett Fett. Oh, er ist gerade weggelaufen. Dann kann ich mich durchladen. Komm, Fetti Fett Fett hat es verdient, oder? Nee, er will es nicht. Okay, wenn du wegläufst, dann hat Fetti Fett Fett es eben nicht verdient. Ist hier unten schon irgendwas? Irgendwas Bedrohliches. Sieht nicht so aus. Es sieht eigentlich immer noch relativ gut aus. Ah, und ich weiß jetzt auch, wie wir das machen werden, wenn wir hier raus wollen. Wir nehmen die Fallen einfach wieder mit. Das ist ja wundervoll vom Spiel mitgedacht. Wirklich unglaublich. Jetzt wenn wir das hier mal durch eine Holztür ersetzen, ist ja vielleicht eine ganz gute Idee. So, alte Holztür ist natürlich resistent, wie sonst ein Bekloppter. Bam! Bam! So, und einmal die Tür hin. Funktioniert nicht? Okay, dann muss ich das hier wohl auch noch wegmachen. So... Und dann dichten wir das Ganze mal ein wenig ab. Vor allen Dingen das kleine Ding hier legen wir dann mal weg. So einmal, ja gut, das funktioniert auch schon wieder nicht. Einmal gerade auf Risiko das hier wegbauen. So, das einmal dahin. Dann das hier gerade mal ausrüsten. Dann machen wir nämlich hier die Ecke zu, damit da gar nichts durchkommen kann. So, dann machen wir nämlich da noch eine Tür hin. Gott, warte, wäre das überhaupt sinnig, eine Doppeltür zu machen? Ich weiß es nicht. So, und jetzt schnell die Tür hier hin, damit hier nichts schief gehen kann. So, es war ein bisschen beengt hier drinne, aber ansonsten ist das doch... Hör auf, gegen die Treppe zu hauen. Du machst die noch kaputt. So, dann hier die Teile noch hin, damit das hier ein bisschen geschützter ist. Dann vorsichtig, dass ich nicht in die Stacheln reinfalle. Da noch ein bisschen was hin, damit das hier alles blockiert. Wundervoll. Einmal zumachen. Sollen wir hier? Nee, hier brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nicht wirklich. Ich bin ja sehr froh, dass hier immer noch nichts passiert. Hier haben wir ja schon wieder so eine kleine Schuhe-Galerie. Die Schuhe-Galerie, jetzt erhältlich, in einem tollen Laden von nebenan. Vielleicht kann ich da runterhauen? Du sollst nicht auf die Stacheln hauen, ne? Ich hoffe, das ist dir klar. Die setzt du nochmal, warte, die setzt du erst hin, wenn du das kaputt gehauen hast. Super, und dann legst du jetzt ganz schnell einmal die hier wieder an. Ich baue jetzt hier gerade einfach von Distanz her eine kleine Tür. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Jetzt nehmen wir das gerade einmal auf, hauen hier nochmal gegen. Und legen die beiden Stacheln hier wieder hin, damit in der Zeit hier gerade nichts hochkommt. Wäre natürlich leicht Fail gewesen, wenn ich das jetzt vor mir platziert werde. Die Stacheln deswegen unter mir spawnen und ich deswegen sterbe. Das wäre, ha, voll Fail. Das wäre schon fast wieder lustig, so dämlich wäre das. So, dann hier noch was hin und Tür zu. Wundervoll. Dann haben wir nämlich hier wieder unsere kleine Schussgalerie. Das heißt, sie müssen erstmal durch die Tür durchgehen, während wir immer noch die Möglichkeit haben, dagegen zu hauen. So, die Frage, ob hier das einzelne Ding hier so viel aushält. So, hier vielleicht noch ein bisschen verstärken.
Was haben wir denn noch? Eine Fackel auf jeden Fall. Können wir dahin hängen, wo ich das gerade platziert habe. Vielleicht kann ich sie auch dahin hängen. Oder an die Tür direkt selber. Oh, ah, das ist ja schlau. Eigentlich hängt die vor der Tür. Das ist wieder so sehr realistisch. Aber jeder wie er will, ne? Jeder wie er will. Ich gehe nochmal gerade nach oben und guck mal, wie die Lage draußen ist. Wenn ich denn hier nach oben komme, weil ich hier die Hälfte der Leitern schon zerhauen habe. Ich verbaue mich hier gerade selber. So, wundervoll. Sieht das nicht toll aus? Das sieht super aus. Richtig supi tolli. Kann ich hier noch eine hinmachen und da noch eine hin, neben den toten Typen, damit wir, oh, ohne springen zu drücken, nach oben kommen. Ist das nicht toll? Vielleicht sollten wir uns später noch mehr vergammeltes Holz mitnehmen, damit wir da wenigstens Boarded Windows draus machen können. Denn das scheint ja sehr gut zu funktionieren. Müssen wir uns aber echt beeilen, weil wir müssen in die Stadt und wir müssen uns auch einen Plan ausdenken, was wir als nächstes tun werden. Vielleicht sollen wir direkt in die Hauptstadt gehen, uns ein paar Sachen zusammenholen und dann hier mit hinrennen. Ich weiß es nicht. Ich würde wirklich sehr gerne damit hingehen, aber wir brauchen neue Sachen. Ansonsten werden wir bald verhungern, verdursten oder sonst irgendwas. Wir können ja erstmal unsere Reise antreten, dass wir hier zu diesem Scenic Overlook hingehen. Das sieht mir aus, ob da Häuser wären. Ich weiß noch nicht, welche Art von Häuser. Vielleicht können wir auch da bleiben, das weiß ich nicht. Aber ich meine, dieser Turm war schon eine relativ gute Sache, ne? Der war, glaube ich, hier oder das kleine Ding war das. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Ich glaube, das fette Courtyard-Dinge da war das. Das klingelt. Ist die schon unten? Ich habe die jetzt lange nicht mehr gesehen, seit ich den Fettsack in die Fresse geballert habe. Okay, hier sind sie immer noch nicht. Was ich natürlich sehr gut finde und sehr zu schätzen weiß. So, hier vielleicht noch eine Fackel hin, damit sie hier nicht so ausrasten. Kann man hier noch irgendwo eine Fackel hin machen? Vielleicht dahin. Und das Ding verschwinden lassen. Umso besser. Also Sachen verschwinden lassen ist immer mein favorite thing hier. Was zur Hölle ist los mit deinem Gerede? Da wirst du ja bescheuert. Oh Gott, also wenn wir irgendwann nochmal zu spät hier in diesem Gebiet sind, können wir hier nochmal zurückkommen. Eine Nacht werden wir auf jeden Fall überleben. Vielleicht sollten wir unten einfach nur die Einsturzgefahr verringern, denn wenn wir hier einbrechen... Oh, sexy lady. Warte mal. Da hauen ziemlich viele gerade gegen. Ich weiß echt nicht, was da unten passiert. Was eigentlich? Oh Gott! Sie werden alles einhauen. Sonne. Nee, Mond, geh unter. Die sieht einfach nur aus wie eine dämliche Kugel. Wo ist die Sonne? Ist wahrscheinlich noch unten. Kleiner Fettsack hier. Ich hoffe mal nicht, dass du aufstehst. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Na, ich gerade gegen... Ja, natürlich habe ich gegen die Leiter geschossen. Ich würde mal sagen, die Nacht haben wir sehr knapp überstanden. Also in dem Sinne von, dass wir hier hingekommen sind. Und wir wollen es auch nicht weiter provozieren. Ich würde mal sagen, wenn euch 7 Days to Die gefällt, dann schreibt mir das doch bitte. Dann mache ich nämlich mehr davon, ob ihr ein Solo-Projekt wollt oder ein Dual-Projekt. Könnt ihr mir auch schreiben. Ich bin ja bei den anderen Sachen immer anders drauf. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, drückt mal auf den Like-Button. Das würde mir nämlich auch sagen, ob ihr das Ganze wollt oder nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, danke, dass ihr hier wart. Und noch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein, ciao. Ja? Muss ja nicht. Wo kommst du denn her? Ich baue da hier die ganze Zeit. Nee, du hast mal falsch gebaut. Das ist toll. Gott! Dämlicher Sand, Mann! Nein! 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 Wait! Das ist... Ah, ich werde mich gar nicht mit diesem Volltrottel abgeben!